Ach, wirklich? Ja, sehr blass. Es ist nichts weiter. Mir geht's ganz gut. Ich bin aber nicht der Einzige, der sich Sorgen um dich macht. Was meinst du? Lionel hat dich auch so angesehen. Es hat nichts mit Eifersucht zu tun. In seinem Blick war ein sehr besorgter Ausdruck. Er hat bemerkt, wie nah mir das mit Kelly ging. Das verstehe ich. Da ist aber noch etwas anderes, das merke ich doch. Nein. Du gibst mir dein Wort. Na? Was? Gibst du mir dein Wort? Ich weiß nicht, warum du so einen Wirbel machst. Ich habe dir gesagt, dass es mir gut geht. Ich kann dir auch nicht sagen, was Lionel durch den Kopf geht, aber ich weiß, dass er sehr viel Mitleid für Kelly empfindet. Sie braucht kein Mitleid. Sie hat ja uns. Wir werden uns um sie kümmern. Ich habe Angst, weil ich nicht weiß, was auf uns zukommt. Wir werden das bestimmt schaffen. Wir müssen ihr da raushelfen. Sie hat ihn umgebracht. Es war Notwehr, Sophia. Diese Person ließ ihr nun mal keine Wahl. Wir werden es beweisen. Zu Kelly heute Morgen, aber sie ließen mich nicht. Sie meinten keine Besuche die nächsten 24 Stunden. Ich weiß, was du durchmachst. Mir geht es gut. Ganz sicher. Ja, ich bekomme Bestrahlung und dann wird man sehen, ob sich etwas ändert. Ich mache mir solche Sorgen um Kelly. Kann ich irgendwas für dich tun? Nein, Lionel, du bist wirklich wundervoll. Es ist alles viel leichter mit Freunden wie dir und Gustav. Ihr zwei seid Freundinnen. Wer sagt, dass die Welt nicht voller Wunder ist? Ja, Break war auch fantastisch. Ja, das kann man sagen. Wirklich toll. Mhm. Ah ja. Wie schön, dass ihr euch so gut amüsiert. Besonders jetzt, wo unsere Tochter das durchmachen muss. Nun, manche Dinge werden sich nie ändern. Also, ich keine Entschuldigung für mein Lächeln. Nein, ich erwarte von Ihnen überhaupt nichts, Lockridge. Oh. Aber du hättest erkundigen können, wie es um Kelly steht. Sie heute besuchen, aber sie haben mich weggeschickt. Vielleicht wäre das nicht passiert, hättest du dich mehr um sie gekümmert. Also, das ist ungerecht und unfair. Du hast kein Recht, so etwas zu mir Wirklich? Zu sagen. Also, was hast du eigentlich gemacht, dass deine Tochter plötzlich zusammenbrach? Was hast du getrieben? Was zur Hölle ist mit Ihnen los, Sisi? Ahnen Sie denn nicht, wie Sie gekämpft haben? Nein, warte, Lionel, das reicht. Bitte, ich möchte, dass ihr beide aufhört. Und ich glaube, es ist besser, du gehst. Ja, das wäre wohl besser. Ich sehe schon, ich störe eure Privatsphäre. Warum sollte ich dich zu Ende bringen? Weil ich Angst hatte vor dem, was du vielleicht sagst. Ich denke, man sollte ihm die Wahrheit sagen. Dann hört er vielleicht auf. Das will ich lieber nicht tun. Du solltest ihn vor mir nicht verteidigen. Sieh es mal aus seiner Perspektive. Er war ängstlich, er hat sich Sorgen um Kelly gemacht und ich war nirgendwo aufzufinden. Ja, aber du warst krank. Ich weiß, aber er musste glauben, mir ist es egal. Wir wissen, dass es nicht so ist. Ich wünsche...